Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alpine Racing 2007. Mein Name ist Gabur und wir müssen wachsen. Jawohl, wir haben ja letztes Mal den Wettkampf als erster beendet und haben da richtig fett Kohle für gekriegt, Leute. 88,4%. Wir haben jetzt 47.000 schon. Ich will mal gucken, wie es weitergeht. Extra Training. Rasante Abfahrt, schwarze Piste, weh, wenn sie stürzen. Das ist doch mal eine schöne Disziplin. Hauptsache runter und schön, geschmeidig hier runterdüsen. Ohne Risiko, eigentlich könnten wir auch die ganze Zeit jetzt so fahren. Raus aus der Hocke und hier schön gemütlich runterdüsen. Aber das kann ich nicht, das muss doch hier ein bisschen jucken in den Finger. Jam, 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 jam. Ja, Leute, wer mag denn das hier? Kein Risiko. Now whist, now fun. Oh, jetzt aber hier mal ein bisschen bremsen wieder. So. Uiuiui, das war auch mal wieder knapp hier. Uiuiui. So. Auf jeden Fall geht's hier weiter. Und wir fahren auf jeden Fall außenrum, dass wir hier nicht erwischt werden von den anderen. Uiuiui. Da war der Baum aber schon nah, der uns küssen wollte. So, weiter geht's. So, wir sollten das eigentlich locker schaffen, hier runterzukommen, ohne zu stürzen. Haben ja schon mehrere geschrieben. Geht auch nicht immer so ein Risiko ein, aber ich finde, das ist ja gerade dieser Kick an diesem Spiel. Dieses immer volle Pulle preschen, bis der Arzt kommt, aber hier jetzt mal nicht. Hier reißen wir uns jetzt mal ein bisschen zusammen. Das erinnert einen irgendwie an den Film Frankensteins Todesrennen. Ja, denn so langsam wiederholen sich die Kommentare von dem. Aber gut, das Spiel ist von 2007. Ah, gut, wenn man nimmt FIFA 2013, da macht man 10 Spiele und man kann den Kommentator nicht mehr hören. Das muss man ja mal wirklich sagen. Ja, der wiederholt sich ja auch andauernd. Die kriegen es nicht mal hin, Situation angepasste Kommentare zu geben. Eieiei. Eieiei, wir sind auf jeden Fall unten angekommen. Habt mich mal ein bisschen Zeit gelassen hier. Knapp 2 Minuten. Eine gute Leistung, keine größeren Verletzungen. Was will man da noch mehr? Ich schätze, woher will das kleine oder heißes Bad nehmen? Ja, klar werde ich mir gleich ein heißes Bad nehmen. Heißes Bad, um dir in den Arsch zu stecken. Nur, alter Sack. Wir wollen hier Wettkämpfe. 150 km/h, trotz dass wir nicht am Anfang volles Risiko gegangen sind. Aber wir haben die Extraaufgabe erledigt und wir werden auf Kraft gehen. Wir machen jetzt die Kraft bis auf 60 und dann erhöhen wir wieder die Technik, würde ich sagen. So, und jetzt sind wir schon bei 56,9% von 54,8. Das hat richtig was gebracht. So, ab in den Wettkampf, würde ich sagen. Riesenslalom, jawohl, das können wir. Das können wir. Gespannt, wir. Heute läuft. Wir hätten uns vielleicht nur fürs Riesenslalom mal neue Skier kaufen sollen. Hier sind wir auf jeden Fall Platz 1. Bereuen. Was denkst du, Berti, werden wir auch heute beim zweiten so. Lauf im Riesenslalom der Amateure auf unsere Kosten kommen? Und da bin ich mal völlig sicher, Harry. Auf jeden Fall wenig lenken, das ist die Devise. Und dann kommt man hier auch heile unten an. Jetzt wird die Piste ganz schön eng, finde ich. Damit setzt er sich jetzt erstmal an die Spitze. Ja, so sollte das ja auch sein. Was denkt ihr denn? Ui, da geht's lang. Ich habe nur die blauen Fahnen da vorne gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, da müssen noch rote kommen. Ein nahezu so. Tadelloser Lauf. Jetzt bloß nicht nervös werden. Die Strecke ist ganz okay, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Er verschenkt jetzt keine einzige Sekunde mehr. Gut so. Ja, da sind wir auf jeden Fall Platz 1 mitgewonnen. Zwar knapp, aber wir haben es geschafft. Lehnen Sie sich zurück, liebe Zuschauer, und genießen Sie die Video. Und das ist die Hauptsache, würde ich sagen. Knapp eine Sekunde, fast eine Sekunde. Und wir müssen diese Wettkampf auch gewinnen. Ich will in die Profiliga. Guter Start. Naja, vielleicht reicht sogar. So. Weil ab der Profiliga wird es dann endlich interessant und dann können wir uns auch endlich auf diesen Typen richtig konzentrieren, dass wir ihn richtig trainieren und
Also ein Schnickschnack. Klar werden wir wahrscheinlich am Anfang in der Profiliga nicht gleich mithalten. Ich glaube, das ist nicht möglich. Er scheint auf seinen Skiern geradezu zu schweben, was ein hervorragendes Wachs doch ausmacht. Was muss man denn eben sagen wollen? Wenn ich mal ausreden würde. Lass dich doch immer ausreden, Harry. Ich meine, sei ehrlich, du bist doch derjenige, der die ganze Zeit da redet. Bertie, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind schon wie ein altes Ehepaar. Sehr schön, das kann man kaum besser machen. Ja, runter. Jawohl. Super, erster Platz. Fantastisch. 2:38, ich würde sagen, das war eine beeindruckende Zeit. Schauen wir uns den Ritt nur einmal an. Ich gehe mal davon aus, dass du damit... Den zweiten müssen wir auf jeden Fall noch heile runterbringen. Und dann sollten wir da auch wieder den ersten gemacht haben. Der abschließende Durchgang ist gestartet. Jetzt geht es um alles. Ich hoffe, dass das wirklich klappt, Leute. Dass wir in die Profiliga kommen, dann... Weil das ist ja in meinen Augen das Schwere da von der Juniorliga in der Amateurliga und von der Amateurliga in die Profiliga. Wenn man sich an das Spiel hier gewöhnt hat, dann ist es auch voll cool. Das Einzige, was ich nur nicht hinkriege, ist das Slalom. Aber vielleicht wird das auch noch. Und das ist erstmal die Führung. Ich finde es aber auch nicht so schlimm. Uiuiui. Wenn ich mir überlege, wir haben uns am Anfang, wo ich Skispringen gemacht habe, bei den kleinen Schanzen auch immer auf die Fresse gelegt. War genau das Gleiche. Und daher passt das schon vollkommen, finde ich. Und da ist auf jeden Fall 4,5, Alter, 4 Sekunden Vorsprung. Ja, und wir haben immer noch Gammelschier, das muss man ja mal wirklich sagen. Das muss man einfach nochmal sehen. So, und da haben wir auf jeden Fall einen ersten Platz gemacht. Und wir sind im Slalom Dritter wenigstens geworden, im Riesenslalom. Was wollen wir mehr, wenn ich ganz ehrlich bin? Bin ich vollkommen mit zufrieden. Auf jeden Fall im Riesenslalom erster Platz, dritter Platz. Dann muss man sich überlegen, dass wir in der Weltrangliste jetzt ja auch wieder aufsteigen, weil wir in dem Sinne als erster Platz den Riesenslalom jetzt das letzte Rennen gewonnen haben. Ja, Let's Player, Weltrangliste Platz 1. Damit werden wir auf jeden Fall aufsteigen in die Profiliga, wenn das so bleibt. Ja, ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn ich ganz ehrlich bin, in der Profiliga. Ich glaube, da müssen wir uns noch viel besseres Equip kaufen. Aber wir haben ja schon gut gespart, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir müssen nur ein bisschen geduldig bleiben und ich werde jetzt auch noch kein neues Gear kaufen, also noch keine neuen Skier oder so, sondern dann erstmal gucken später, wie wir in der Profiliga abschneiden sollten. So. Auf jeden Fall schon sehr gut. So, weiter geht's. Sie haben den letzten Wettkampf als erster beendet, dafür erhalten Sie 500 Erfahrungspunkte und 6.000 Euro, jawohl. Sie haben den letzten Cup als dritter beendet, dafür erhalten Sie 250 Erfahrungspunkte und 2.500 Euro, auch sehr schick. Riesenslalom, Amateurliga Riesenslalom Cup. Sie haben eine Aufgabe, 10 Medaillen gewonnen, erfüllt. Ja, auch nicht schlecht, sage ich mal. So, dann gehen wir mal wachsen, wir haben nämlich schon 54.000, also... Finde ich schon gar nicht schlecht. 89,25%, das ist auch okay. Was haben wir als Extra-Training? Was müssen wir denn machen? Rasante Abfahrt, schwarze Piste, 57 Meter springen. Komm, nee. Wir trainieren einfach und gib Hackengas hier. Jawohl, da ist die Kraft mal wieder auf 57,6 gestiegen. Technik auf 67,6. Da ist das jetzt mal gut gestiegen. Ab in Wettkampf würde ich sagen, einen schaffen wir noch. Abfahrt. 1:29.91 war Rekord. Die Abfahrt. Oh ja, das ist schon eine Zeit her. Ja, 72% für den Probelauf sollte das vollkommen reichen. Ja, Weltrangliste sind wir Erster. Wenn ich jetzt nochmal Erster werde, dann haben wir schon einen guten Vorsprung. Da haben wir die letzten drei Disziplinen hintereinander den Ersten gemacht. Oh. Das war heftig. Oh! Und das war ein klassischer Torfehler. Das und damit ist er raus. Heftig, die Ecke. Also die muss ich mir merken, unbedingt. Sonst habe ich gleich die Arschkarte, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut. Die Königsdisziplin im alpinen Rennsport, die Abfahrt. So, wollen wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt aber hier heile runterkommen.
Ja, solche Sprünge wollen wir sehen. Oh, das war schon wieder so haarscharf. Und das war die Kurve eigentlich noch gar nicht, glaube ich. Ich lasse es jetzt mal ein bisschen ruhiger angehen hier. Nein, nicht unter den ersten fünf. Ich bin jetzt oben ein bisschen vorsichtiger gefahren vorhin. Ich hab's ja immer gut gewachst. Bis gleich im Ziel. Mal schauen, ob wir da noch ein bisschen was rausholen können jetzt. Sollte eigentlich drin sein, wenn ich jetzt hier nicht außer Hocke gehe. So, was haben wir jetzt? Ja, bislang fährt er an zweiter Position. Ein bisschen Tempo, ja. Dann ist da noch mehr drin. Das sind nur 43stel. Das sollten wir aufholen. Nur ein bisschen vernünftig fahren und dann klappt das. Uiuiui. Eine sehr ordentliche Leistung. Komm, Baby, hol da runter. Ui, wo geht's lang da? Jawohl. Platz bei der Meisterschaft. Oh, 0,9. Das nächste Mal wird's Platz 1 für ihn. Ich kann's nicht fassen. 0,9, Leute. Ordentliche Leistung, beinahe ohne Fehler. Da schaut Mann. Die Tabelle ist auf zweiter Platz. Das endgültige Ergebnis. Ja, gut, dann holen wir uns da auch noch den zweiten. Jawohl. Ich find's ganz okay. Hat gut geklappt, wenn ich ganz ehrlich bin. Wäre ich oben nicht so vorsichtig gefahren, wegen diesem Sprung, der da ja war, ja, dann hätte ich auf jeden Fall den ersten machen können. Aber es geht ja um die Weltrangliste und ich glaube, in der Weltrangliste, die ersten beiden dürfen nur aufsteigen, die ersten drei. Und das ist das, was zählt, finde ich. Und wenn ich das schaffe, dann, ja, hier, Let's Player, Glamour-Weltrangliste, immer noch Erster. Und so sollte das sein. Ich glaube, jetzt kann ich die Siegerehrung auch mal wegdrücken. Sonst verbrauchen wir ja hier mehr Zeit für die Siegerehrungen wie für andere Sachen. Sie haben den letzten Wettkampf als zweiter beendet. Dafür erhalten Sie 400 Erfahrungspunkte und 5000 Euro. Sie haben die Meisterschaft als zweiter beendet. Dafür erhalten Sie 500 Erfahrungspunkte und 2500 Euro. Wir sind schon lange kein Level mehr aufgestiegen, Leute. Amateurliga, Abfahrt, Meisterschaft. Ihr sportlicher Erfolg sind noch nicht in der Hand abzuzählen. Der Auftritt in der Gameshow macht sie bekannter und ist gut für ihre Ego. Motivation plus 2. Okay, Technik wieder was verloren und Motivation wieder was verloren. Motivation ganz schön viel. Aber gut. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir wachsen. 87,18%. Dann gehen wir ins Training, extra Training. Was müssen wir machen? Jawohl, Speeddown 215 km/h, das sollte drin sein. Damit denk kommen wir zur Abteilung Don't try this at home. Was? Kannst du es bitte auf Ping, Deutsch sagen? Ping, ja. 61% nur, das so. War ja, schlecht. Richtig, richtig schlecht. 190 Stundenkilometer. Die schaffe ich doch beim Shopping mit dem Einkaufswagen. Ja, bestimmt. Ich finde den Spruch so geil. Den schaffe ich beim Shopping mit dem Einkaufswagen. 210 Stundenkilometer, das geht noch schneller. 220 km/h, da müssen viele andere bereits passen. Ja, da fährt er mit einer durchaus beachtlichen... 221,7, da haben wir es auf jeden Fall geschafft. 212 sollten wir, glaube ich, erreichen. Mehr drin gewesen wäre. Fand ich jetzt gut, wenn ich ganz ehrlich bin. 221. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon. Sie haben die Extraaufgabe abgeschlossen. Jawohl. Dann gehen wir mal trainieren und wieder auf Kraft. Haben wir ja gesagt, die Kraft machen wir jetzt auf 60 und dann die Technik in dem Sinne. Gut, das hat jetzt, ja, von 57,6 auf 58,7, 1,1. Points, naja, das war ja nicht Anna Wild, aber egal, Motivation ist wieder gestiegen auf 55,2, Fitness ist auch gestiegen, Technik ist geblieben, können wir mitleben. Ja, ich sage dann auch wieder, schau in Lobby bei Alpine Racing 2007, mein Name ist Glamour, ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, müsste das sein, ja, einen schönen Sonntag und legt euch hin und genießt die Ruhe. Ciao, ciao.